Notruf in der Ruhrpottwache. Die Polizei wird von einer Frau über eine verdächtige, vermummte Person informiert. Die Polizeikommissare Michael Smolik und Katja Wolf fahren sofort die genannte Landstraße an und werden Zeuge eines Unglücks. Wow, wow. Scheiße. Was ist los mit dem? Wow. Scheiße. Halt an. Ja. Oh, shit. Rufst du RTW? Hallo? Polizei? Geht's Ihnen gut? Ja, wir brauchen nee. Hermann RTW. Geht's Ihnen gut? Sind Sie verletzt? Nein, ist nicht, aber. Keine Verletzung. Alles okay soweit? Geht's Ihnen gut? Was für ein Knall? Was ist denn passiert? Hab die Kontrolle über das Auto verloren. Ja, das haben wir gesehen. Machen Sie einmal den Motor aus, bitte, ja? Ja. Die Beamten rufen zuerst den Rettungswagen, bevor Michael Smolik den Grund für den Unfall erfragt. Warum haben Sie dann das Auto so, wir haben ja gesehen, richtige Schlangenlinien schon wirklich fast überschlagen hat dieses Auto? Ganz mal unterhalten, auf einmal ein laut Knall gehört, die Kontrolle über das Auto verloren, dann nach links gelenkt. Einen lauten Knall. Ja. Können Sie definieren, was für ein... Wie so ein lautes Geschoss. Ich habe erst vermutet, wir wären da draufgefahren, aber hinter uns war auch erstmal keiner. Katja Wolf nimmt die Personalien des Paares auf. Bei einer ersten Inspektion des Fahrzeugs entdeckt Michael Smolik den Grund für den Unfall. Auf die Eheleute wurde geschossen. Okay. Das sieht aus wie ein Einschussloch. Okay, also. Was schießt denn hier auf dem Acker? Warte mal. Der ist von hier gekommen. Das Einschussloch ist da. Da muss es doch da irgendwo gewesen sein. Die Beamten wollen ermitteln, ob der Schuss gezielt auf das Ehepaar gerichtet oder nur ein Zufall war. Die gefundenen Essensreste verraten, der Schütze hat sich anscheinend tatsächlich an dem vermuteten Standort aufgehalten. Dort trifft nun auch die Melderin ein. Sie haben angerufen. Da eine Person rumläuft, ja? Okay. Können Sie sagen, wo das genau war? Hier vorne. Ich kam von da hinten, hatte ich den hier stehen. Wir sehen in so einer Tarnkleidung und Sturmmütze und... Das fand ich schon recht komisch. Wir haben jetzt noch hier so eine Imbisstüte feststellen können. Augenscheinlich befindet sich darin noch angefangener Krautsalat. Der Täter hat da vermutlich eben Rast gemacht und eben gewartet, bis das Fahrzeug kommt. Haben Sie den Unfall da beobachtet? Nee, den habe ich nicht gesehen. Das konnte ich von da hinten noch nicht sehen, weil hinter den Bäumen konnte ich ja da nichts mehr sehen. Die Polizisten suchen im Nahbereich nach dem maskierten Mann. Dabei fällt ihnen ein verdächtiger Beobachter auf. Kommen Sie mal her zu mir! Wenn ich Ihnen sage, dass Sie herkommen sollen, dann kommen Sie her. Wie, was haben Sie gemacht? Ich habe gesehen, dass Sie ein Handy in der Hand haben. Oder hatten. Haben Sie uns gefilmt? Ich habe auf die Uhr geschaut, ne? Aha. Man schaut so auf die Uhr. Oder wie? Wir werden nicht gern gefilmt bei polizeilichen Maßnahmen. Okay, ja. Ja, ich brauche das für. Ja, ein bisschen was aufgenommen, ja. War eine gute Szene, dann dachte ich, dann kriege ich dafür viele Klicks für meinen YouTube-Channel. Aha. Ja, dann würden wir doch ganz gerne mal das Handy sehen und die Aufnahmen uns anschauen. Die Aufnahmen, ne. Das ist jetzt nicht irgendwie hier ein Kindergarten. Deswegen geben Sie uns entweder das Handy freiwillig oder wir beschlagnahmen es. Ganz einfach. Ja, ich kann Ihnen das nicht geben. Also. Ich kann auch einen Richter anrufen, eine Staatsanwaltschaft anrufen, können uns Beschluss holen. Wir haben jetzt hier in unmittelbarer Nähe noch den jungen Mann angetroffen, der also mit seinem Smartphone uns gefilmt hat, der auch gesagt hat, dass er ja den ganzen Hergang gefilmt hat. Für uns ist es natürlich wichtiges Videomaterial, Beweismaterial. Dementsprechend haben wir jetzt hier das Handy vor Ort erstmal beschlagnahmt. Mein Kollege hat das Handy genommen. Wir werden das jetzt vor Ort auch an die KTU dann übergeben. Die werden dann das Material sichten, schauen, was für uns relevant ist. Und wenn es tatsächlich so sein sollte, dass das hier in Bezug auf die Straftat dann relevantes Material vorhanden ist auf dem Handy, werden wir das dementsprechend sichern. Und dann kann der junge Mann das auch auf der Dienststelle wieder abholen. Ich bedanke mich trotzdem mal bei Ihnen, ja? Okay. Vielleicht kann uns das ja weiterhelfen. Und das nächste Mal vielleicht ein bisschen kooperativer, weil es ist jetzt hier nicht irgendwie Kinderspiel oder Kindergarten. Der junge Mann soll noch auf der Wache vernommen werden, da er an der Tat beteiligt sein könnte. Laut der Sanitäter sind der Fahrer und seine Frau aber unversehrt. Auf jeden Fall kommen die Kollegen, um hier die Spuren zu sichern. Und wir würden Sie beide dann einmal mitnehmen zur Dienststelle, dass Sie dann da noch mal Ihre Aussage machen, ja? Alles klar. Ein Fall für die Kripo. Die zurückgelassene Essensverpackung kann zu einem wichtigen Indiz werden. Es gilt zu klären, ob das Ehepaar gezielt abgepasst und beschossen wurde. Auf der Wache bringt Katja Wolf ihre Kripo-Kollegen Linus Haie und Max Hagen auf den aktuellen Stand. Ihnen stehen das Handyvideo und die Geschädigten zur weiteren Ermittlung zur Verfügung. So, hier die
Tüte, die wir da vor Ort gefunden haben. Hm. Ist aber nichts dran. Also ist bei der Katrin schon durch, ja? Ist schon durch, ja. Ja, okay. Das ist aber auf jeden Fall der Laden da, wo es her ist, ne? Ja. Die Melderin hat auch beobachtet, dass der das gegessen hat. Hm. Okay. Wir haben ja von dem anderen da vor Ort noch das Handy. Mhm. Und das Video hat die KTU euch auf den Rechner gezogen. Haben wir schon? Okay. Ja. Super. Alles klar. Danke. Bis gleich. Wollen wir uns das mal angucken? Ja, komm mal rum. Findest du das auf dem Laufwerk? Ja, ich hab's schon. Das war die einzige Nachricht, von daher war das einfach. So. Oh, okay. Da muss dann wohl der Schuss gekommen sein. Da die Eheleute die Strecke täglich fahren, sind sich die Beamten sicher, der Täter kennt seine Opfer. Für das Paar ist das aber kaum zu glauben. Aber dass das jetzt auch so überhaupt nichts jetzt mit ihnen zu tun hat, dass sie da keine Probleme haben oder sonst irgendwas? Nein, überhaupt nicht. Also ich kann mir das gar nicht erklären. Das muss ein Unfall, also ich weiß nicht, ein Schütze, ein Jäger oder was weiß ich. Ich kann mir nicht erklären, weshalb jemand auf uns schießen soll. Also wir haben wirklich mit niemandem irgendwie... Probleme. Das Komische war ja auch, vor uns war erstmal kein Auto, hinter uns nicht. Also das ist ein bisschen merkwürdig alles. Also ich finde die ganze Geschichte irgendwie merkwürdig. Das ist plattes Land, da fährt ein Auto im Jahr lang. Auf dieses Auto wird geschossen. Irgendwo läuft einer rum, wird das zufällig mit dem Handy. Ja, bitte. Ganz kurz, der Handybesitzer sitzt da, der möchte gerne sein Handy zurückhaben. Den wollen wir aber noch, den wollen wir bitte einmal befragen nochmal. So, setzt ihn erstmal ins Verlegungszimmer, perfekt. Das wäre super. Ja, dann kommen wir da gleich. Dann stehen Sie auf. Die Beamten bitten das Paar, auf der Wache zu warten, denn die beiden könnten noch immer in Gefahr sein. Nach den neuen Erkenntnissen erscheint auch das Verhalten des Zeugen hochverdächtig. Wir würden jetzt aber gerne mal wissen, weil das erschließt sich uns noch nicht so ganz, was machen Sie mitten in der Walachei mit dem Handy am Straßenrand, filmen da was auch immer, plötzlich kommt ein Auto vorbei und zufällig wird auf dieses Auto geschossen, wie wir ja wissen, und das filmen Sie auch gleich mit. Ja, also ich habe damit überhaupt nichts zu tun gehabt, ich bin da lang gegangen und dann, naja, war ich halt gerade in der Straße und habe dann auch noch eine Person gesehen. Sie haben eine Person gesehen? Ja, auch nur relativ flüchtig. Das war eine etwas größere Person, maskiert. Viel habe ich nicht von ihr gesehen. Oh, die hatte immer eine Maske auf? Ja. Und das kam mir nicht merkwürdig vor. Ein bisschen dubios ist natürlich die Aussage des jungen Mannes mit dem Handy gewesen, dass er diesen Vermummten vorher irgendwo gesehen hat. Auch da sind wir immer noch in der tiefsten Prärie, wo eigentlich A, niemand rumläuft und B, wenn, dann nicht vermummt. Wenn mir so jemand da in freier Wildbahn vermummt entgegenkommt, ich wüsste gar nicht, wie ich da reagieren sollte. Also entweder abhauen, weil man weiß ja nie, was hat er vor, oder die Polizei rufen oder erstmal gucken, was macht er da so. Aber unser Handyman hat halt die vermummte Person zur Kenntnis genommen, hat das relativ locker weggesteckt und hat dann zufällig halt einen Unfall gefilmt. Also alles schon recht komisch. Naja, in erster Linie habe ich dann halt einfach an mich gedacht, dass ich dann halt das Video davon mache und dann wollte ich es halt eigentlich auf meinen YouTube-Channel hochladen, um halt Klicks zu bekommen. Weil so ein gutes Video bekommt man halt nicht alle Tage, ne, das dann. Und diese maskierte Person haben Sie ja leider nicht auf dem Video. Nee. Weil es ist ja nur, in Anführungsstrichen, dieser Unfall. Ja, ich habe das nur sehr flüchtig. Ich habe auch erstmal die Autos gefilmt, die vorbeigefahren sind. Dann habe ich halt drauf gehalten. Aber und wo ist dieser Vermummte hin? Das weiß ich nicht. Gesehen habe ich den nicht mehr. Der Zeuge kann keine weiteren Anhaltspunkte liefern. Umso wichtiger ist nun die Aussage des bereits ermittelten Imbissbesitzers. Bei ihm hatte der Täter vermutlich sein Essen gekauft. Guten Tag. Guten Tag. Ah, hier Kripo Duisburg. Das ist mein Kollege Herr Hagen. Also damit das klar ist, also mit die Rechnung ist alles in Ordnung. Da, und über meine Flattermänner, da hat sich auch noch kein Mensch beschwert. Das haben wir auch nicht vor. Wir sind ja hier, weil wir Ihre Hilfe brauchen. Wir wollen Ihnen ja nichts Böses. Brauchen sich nicht... Was geht es denn dann? Heute war jemand bei Ihnen im Laden und hat sich zweimal Krautsalat zum Mittag gekauft. Und wir suchen diesen Mann. Können Sie sich das vorstellen, wer das war? Können Sie das irgendwie nachvollziehen? Ja, haben Sie eine Videoüberwachungsanlage? Nein, ich habe doch meine Bude überall mal stehen. Da hast du keine Videoanlage. Das Einzige ist Mittag, sag ich mal. Da ist das schon mal... Da stehen Ihnen Dreierreihen manchmal. Und... da bist du Kirre in der Birne, alle schreien, jeder will was haben. Und wenn er dann die Reihenfolge nicht einhält, ja, dann hast du ein Problem. So, und dann nehme ich schon mal Rechnung und schreibe mich dann sofort auf, das ist der Willi, das ist der. Da weiß ich dann ganz genau, was die auch bestellt haben. Also Ihre Bestellungen sind mit Namen versehen? Die meisten auf jeden Fall. Das sind die von diesem Tag. Genau. Darf ich mal reingucken, ja? Ja, gerne. Die Polizisten hatten den Mann gebeten, seine Quittungen von heute mitzubringen. Eine halbe Stunde vor dem Schuss auf das Paar wurde eine Bestellung aufgegeben, die zu dem am Tatort gefundenen Essen passt. Krautsalat Talwan. Hier, hör mal, da ist er.
Der Wischi. Der Wischi war das. Der hat Wischi gesehen? Ja, und sind Sie genau hier oben. Gucken Sie mal da. Sehen Sie? Da ist sogar von Drucker hier die Zeit. Ach, guck. Von der Kasse. Hm. Und diesen Wischi kennen Sie? Stammkunde oder irgendwie sowas? Ja, klar. Wie heißt denn der Wischi richtig? Das weiß ich nicht. Ich stelle die alle nicht vor. Ich kenne nur Hubert, Willi, Klaus und Hacke und wie so heißt er, ne? Durch die Bank. Ob wir damit jetzt weiterkommen, müssen wir sehen. Aber so wahnsinnig viele Anhaltspunkte haben wir nicht. Deswegen super, dass Sie hergekommen sind. Besten Dank. Dann können Sie auch wieder zu Ihren Pädchen. Kann ich weiterverkaufen. Genau. Ja, dann können Sie weiterverkaufen. Vielleicht sind Sie noch raus. Ja, danke dir. Ja. Wenn Feierabend ist, wissen Sie da, wo ich stehe. Ne? Ja, das wissen wir. Ja. Im nächsten Schritt wollen die Ermittler das geschädigte Paar zu dem ermittelten Namen befragen. Der Spitzname sorgt bei den Eheleuten für großes Entsetzen. So, wir haben neue Anhaltspunkte. Wir haben einen Spitznamen ermitteln können. Und zwar glauben wir, dass einer mit dem Spitznamen Wischi daran beteiligt ist, an dem, was heute vorgefallen ist. Kennen Sie irgendjemanden, der Wischi heißt? Hansi Wischmann. Das ist ein Sprachwort. Ein Angestellter von uns. Hansi Wischmann? Ja, der ist aktuell unbezahlt im Urlaub, weil es gab so ein paar Probleme. Aber der ist ja jetzt in 2 Monaten, holen wir den wieder zurück. Das alles eigentlich ist der Hansi total toller. Also ganz ehrlich jetzt. Also Sie haben keinen Ärger mit ihm, sondern Sie helfen ihm eher durch seine Beurlaubung, damit er seine Probleme klären kann. Als Chef, also ist er eingestellt. Und er sieht das auch genauso? Ja. Ja, ich glaube. Ja. Alarschef wird ihn rausgeschmissen. Ja. So haben wir es dann so gelöst, er soll erstmal sein Leben in die Reihe kriegen, ne? Wie auf die gerade Bahn kriegen und auch nicht zu spät kommen. Kam auch alkoholisiert öfters mal zur Arbeit und haben zu ihm gesagt, wir geben eine zweite Chance, 2-3 Monate und dann sehen wir weiter. Und der heißt Hansi Wischmann, ja? Richtig. Ja. Magst du einmal schauen? Nachdem wir dann den Hinweis hatten, um welche Person es sich mit Vor- und Nachnamen, mehr Daten hatten wir ja nicht, handelt, habe ich die natürlich logischerweise routinemäßig abgedatet. Wir wollten ja mal wissen, mit wem haben wir es da möglicherweise bald zu tun. Dabei kam heraus, dass diese Person nicht vorbestraft ist in unserem System, daher also nicht einliegend, wie es so schön heißt. Aber ein ganz wichtiger Hinweis für uns auf diese Person sind 2 Schusswaffen, scharfe Schusswaffen registriert. Das ehrt ihn natürlich schon mal, dass er die hat registrieren lassen, aber deswegen wurde es uns jetzt nicht unbedingt, unbedingt besser in der Magengegend, wenn wir wissen, wir fahren zu einer Person, die möglicherweise 2 Schusswaffen hat. Vielleicht sollten wir mal mit ihm sprechen. Das wenn er jetzt sein auch. Leben gerade nicht im Griff hat, er hat Zugriff auf Schusswaffen, der Vorfall heute Morgen, nicht, dass der noch auf andere dumme Gedanken kommt. Eben, daran habe ich auch gerade gedacht. Dann sollten wir uns lieber mal beeilen. Das glaube ich auch. Wir nehmen die anderen beiden mit. Vorne Streife, würde ich sagen. Genau. Und wir nehmen die Westen mit, weil Schusswaffe habe ich keinen Bock drauf. Genau. Und Sie gehen bitte nach Hause. Okay. Und wir informieren Sie, wenn wir was Neues haben. Die Kommissare stufen die Lage als gefährlich ein. Und das nicht nur für sich selbst. Denn der Verdächtige hat Zugang zu Waffen und befindet sich mitten in einer Lebenskrise. Und in seinem Haushalt sind noch 2 weitere Personen gemeldet. Michael, sicherst du uns die Tür zum Garten, damit er uns keinen an den Rücken läuft? Wenn was ist, schreit er, ne? Ja. Also Bewegung im Haus ist nicht. Ist auch nichts. Hilft alles nichts, einfach Ding-Dong, klingeln. Ja. Nichts zu sehen. Ja, ist jemand zu Hause. Moin, die Kriminalpolizei. Sind Sie Herr Wischmann? Was wollen Sie denn hier? Ja, das würden wir Ihnen gerne mal vielleicht nicht unbedingt vor der Haustür erzählen. Können wir einmal reinkommen, bitte? Sind Sie Herr Wischmann? Moment. Also reinkommen tun wir sowieso. Einmal durchgehen, bitte. Einmal durchgehen ins Wohnzimmer, bitte. Also geht's los. Wer ist noch im Haus? Niemand. Ich denke, es wäre niemand da. Gut. Oh, was ist denn jetzt los? Wir interessieren uns für Ihre Waffen. Waffen? Ja, bei mir ist alles ordnungsgemäß. Ich habe einen Waffenschrank und der ist da hinten. Also das ist Ihr Waffenschrank? Ich bin Sportschütze schon seit Jahren. Das ist alles in Ordnung. Ich habe nichts gemacht. Wie viele Waffen haben Sie? 2 Stück. Und warum ist der Waffenschrank offen? Der Schlüssel steckt. Das weiß ich jetzt. Und warum ist da nur eine Waffe drin? Wo ist die andere? Das weiß ich nicht. Ich habe nichts gemacht. Ich habe da keine Erklärung für. Tut mir leid. Es sind 3 Personen gemeldet für diesen Haushalt. Wer ist der dritte? Unser Sohn, Bastian. Wo ist der? Wie alt ist der? 20. Was soll der denn damit zu tun haben? Das waren Schüsse. Ja.
Einmal aus dem Weg, aus dem Weg. Gehen Sie mal weg da. Jetzt los. Waffe runter! Polizei! Waffe runter! Waffe runter! Aber ganz schnell! Die Waffe runter! Die Waffe runter! Runter damit! Los. Die Waffe runter! Runter mit der Waffe! Einmal Beine lang! Beine lang! Ich hab die Beine. Der Sohn des Verdächtigen wollte angeblich nur Schießübungen tätigen. Linus Haie vermutet aber, dass er auf das geschädigte Paar feuerte. Seine Aussage deutet ein Rachemotiv an. So, wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie eben gesagt, dass Sie der Meinung waren, Ihr Vater wäre entlassen worden. Ich dachte, wird auf die Straße geworfen von den Funken. Funk ist da. Und das war, was kam dann für eine Idee? Ja, und dann dachte ich... Ich habe irgendwas von Denkzettel gehört. Ich dachte, ich kann ihm einen kleinen Denkzettel verpassen. Und ja, die Mama hat mich so aufgestachelt, da echt so angedrillt. Du hast ihn da dazu aufgestachelt. Was heißt denn Denkzettel? Denkzettel. Insofern, dass ich mir das Gewehr von meinem Vater geschnappt habe und dann einfach mal... Einfach mal was? Raus damit. Da habe ich darauf gewartet, ich wusste ja, wo die langfahren und dann habe ich einfach mal das fahrende Auto geschossen. Wissen Sie, was da passieren kann? Und du bist das ganze schuld, weil du den aufgehetzt hast. Weil du mir gesagt hast, du bist entlassen. Ja, sicher. Wir hatten was auch unsere ganze Grundlage, so. Alles war für mich weil weg. Weil wir Stress miteinander haben in der Ehe. Ja, weil du nur am Arbeiten bist für die und... Ja, ihr müsst ja irgendwo von leben, aber nicht dafür, dass du rumballerst. Was erzählst du denn da? Du hetzt mich ja auf und jetzt habe ich ja so eine Kacke. Wann haben Sie... Sie haben ihr gesagt, Sie wurden entlassen? Oder haben Sie das irgendwann im Dunas gesagt? Das ist eine Entlassung, weil ich bin beurlaubt, aber das ist für mich wie Entlassung. Ich kann den ganzen Tag nicht zu Hause rumsitzen und nichts machen. Deswegen habe ich ja öfters was getrunken. Und Sie haben nichts Besseres zu tun, als dann Ihren Sohn aufzustacheln, dass der solche Dinger dreht? Wussten Sie davon? Nein, natürlich nicht, wenn ich das gewusst hätte. Die Kommissare beraten die Familie über Anlaufstellen für ihre Eheprobleme. Zu ihrer Überraschung trifft plötzlich die Geschädigte am Einsatzort ein und beweist Mitgefühl für ihren Angestellten. Ich habe gestern zu TV im Glas geschaut. Ich bin ein bisschen am Torkeln wegen der ganzen Situation. Ich kriege das nicht im Griff. Ich verstehe das ja gar nicht. Mach dir keine Sorgen an Sie. Egal, was jetzt passiert ist, du hast den Job bei uns sicher. Ja, ein kleiner Trost wenigstens. Dafür sitzt mein Sohn jetzt im Gefängnis. Ja? Und meine Frau ist das schuld. Ich fasse es nicht. Wir werden eine Lösung finden. Ja. Frau Funk, ich finde das sehr super von Ihnen, dass Sie das angeboten haben mit der Stelle. Na. Wir würden uns jetzt gerne noch mal mit Ihnen kurz alleine unterhalten. Und Sie gehen wieder nach Hause und Sie hören dann von uns, wenn wir alles weitere geklärt haben. Okay? Danke, Frau Funk. Ja, wenigstens einen kleinen Trost. Ja, okay. Der Täter wird wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz belangt. Sein Vater muss sich wegen unsachgemäßer Lagerung der Schusswaffen verantworten. Mit professioneller Hilfe findet die Familie wieder zueinander.